Von alters her ist das Leben der Menschen verbunden mit der Suche nach Nahrung, nach dem täglichen Brot. Im Wandel der Zeiten ist der Begriff des täglichen Brotes immer weiter gefasst worden. Kleidung, Wohnung, kurzum Wohlstand sind hinzugekommen bis in unsere Tage. Niederlagen wie Katastrophen, Kriege und Streben nach Reichtum bestimmten diesen Weg. Am Hasselbachplatz in Magdeburg, einem der wichtigsten Verkehrsknoten der Stadt und geschichtsträchtig dazu, beginnen wir unseren Gang durch die Geschichte des täglichen Brotes. Hier begann in der Mitte des 19. Jahrhunderts die Stadterweiterung, die engen Festungsmauern sprengte. Hier wurde das Tor geöffnet, welches der Stadt mehr Reichtum und damit mehr Brot für seine Bürger brachte. An der Spitze der Stadt stand zu der Zeit als Bürgermeister Karl Gustav Friedrich Hasselbach, der die Stadt von 1851 bis 1881 führte. Man ernannte ihn zum Ehrenbürger und die bisher Gabelung genannte Zusammenführung von mehreren Straßen erhielt 1890 den Namen Hasselbachs. In die Mitte des Platzes setzte man einen Brunnen, der ebenfalls diesen Namen trug. Vor den Toren der geöffneten Stadt wuchs buchstäblich das Brot in die Stadt hinein. Denn das Land um Magdeburg war schon immer äußerst fruchtbar. Auf den Feldern vor der Stadt reifte das Korn, die Voraussetzung für das tägliche Brot. Seither sind fast 125 Jahre vergangen und wir wollen uns ein wenig umsehen in diesem kurzen Abschnitt der Geschichte, wie es den Menschen hier mit ihrem täglichen Brot so ergangen ist. Auf einem Hügel vor Olfenstedt, um den herum noch Ackerland war, erbaute der Müllermeister Heinrich Lange 1845 eine Mühle. Nach der Erstürmung der Dübbeler Schanzen am 18. April 1864 vor Flensburg nannte man sie Dübblermühle. In der Mühle wurde vorrangig Korn zu Mehl gemahlen, das zum Brotbacken diente. Das geschah auch in anderen Mühlen um Magdeburg. Aber diese Mühle hatte eine besondere Geschichte. Nachdem sie 1899 außer Dienst gestellt wurde, hat man ihre Windmühlenflügel entfernt. Parkrestaurant Dübbeler Mühle hieß sie alsbald. In ihr wurden nun Speisen und Getränke angeboten. 2013 richtete die Dübbeler Mühle den jährlichen Mühlentag aus. Er findet wie immer großes Interesse bei Jung und Alt. In der DDR-Zeit war hier dann mal ein Jugendclub zu Hause. Am 27. Februar 1991 fiel die Mühle in Kinderhände. Der Verein Spielwagen e.V. ließ sich in ihr nieder. Ein Verein, der die Geschichte der Mühle wieder lebendig machen will,
möchte heute ihren Urzustand wiederherstellen. Ob dann wieder Mehl gemahlen wird für unser täglich Brot, ist ungewiss. Was ist denn nun gutes Brot, fragen wir uns und besuchen eine heute noch handwerklich arbeitende Bäckerei. Es ist noch früh am Morgen. In der Backstube der Bäckerei Braune in der Magdeburger Immermannstraße herrscht schon seit Stunden geschäftiges Treiben. Während die Kuchen und das Süßgebäck bereits im Ofen ihren endgültigen Schliff erhalten, werden die Frühstücksbrötchen vorbereitet. Der Magdeburger nimmt sie gern als sein täglich Brot am Morgen. Es eröffnet sozusagen den Tag. Man sollte es nicht glauben, aber dieses Frühstücksbrötchen entscheidet oft mit, ob der Tag gut oder schlecht wird. Wir schauen ein wenig zu. In grauer Vorzeit ging das Backen sogar ohne Ofen, nur mit Feuer oder Sonnenwärme, Fladenbrot genannt. Zur Mahlzeit wurde es nicht geschnitten, sondern gebrochen. Bis heute hat sich daher der Begriff gemeinsam das Brotbrechen erhalten, was auf eine Gemeinschaft zum Beispiel auch auf den Bund der Ehe hinweist. Zu allen Zeiten war das morgendliche Brot in Ruhe und Frieden genossen, Ausdruck für menschliches Wohlbefinden. Der Kuchen verlässt mit Hilfe von Meister Braune den Ofen. Und wird noch etwas aufgehübscht, ehe er die Backstube verlässt. In einer kurzen Verschnaufpause kommen wir mit Meister Braune ins Gespräch. Mein Großvater hat eingeheiratet, danach hießen wir Braune in den 30er Jahren. Mein Vater 64 den Betrieb übernommen und ich jetzt als vierte Generation 2003. Wir hatten jetzt eine kleine betriebliche Umstrukturierung als GmbH und mein Sohn, der Auszubildende Robin Engelbrecht, wird die fünfte Generation. Das Bäckerhandwerk ist mit schwerer Arbeit verbunden, wie man bei Ihnen sieht. Früh aufstehen ist auch nicht jedermanns Sache. Wie ist das bei Ihnen? Im Prinzip macht es zu Anfang sehr viel aus, weil das ja für den menschlichen Körper eine ungewohnte Zeit ist. Aber wenn man den gleichen Rhythmus immer hat und wirklich jeden Tag gleich aufsteht und jeden Tag auch fast pünktlich Feierabend hat, hat sich der Körper dran gewöhnt. Es ist vorteilhafter, sage ich mal, als wenn man im Schichtsystem arbeitet und jede Woche neu wechseln muss. Bei jedem Supermarkt und Discounter kann man heute seine Backwaren kaufen. Wie wirkt sich das bei Ihnen aus? Sie locken mit dem frischen Brot und Brötchenduft Ihre Kunden, wie Aldi und Co., sage ich jetzt mal, ohne jetzt extra Werbung machen zu wollen, die Leute damit in ihren Discounter, um dadurch ihre Ware, diese zusätzlichen Manipulationen, anzubieten. Ist denn der Preisunterschied sehr groß? Der Preisunterschied zwischen Discounter und Handwerksbetrieb, der beträgt schon einige Cent. Also da ist schon eine Größenordnung da. Wenn man sieht, unser Brot kostet 5 Gramm 2,40 und woanders kriegt man es 4 Euro. Zum Beispiel beim Discounter ist das schon ein Unterschied. Aber wie gesagt, Industriebäcker, die etwas größeren, wie Schäfer, Harry, was es alles gibt, die sind fast gleichwertig im Preis, auch bei Kuchen und Brötchen. Eine letzte Frage, Herr Braune. Haben Sie Angst davor, dass das Bäckerhandwerk eines Tages sterben wird? Ich muss persönlich sagen, Angst habe ich davor, dass das kleine Bäckerhandwerk aussterben wird. Das sieht man jetzt in den kommenden oder vergangenen Jahren, hat es man gesehen, wie viel Bäcker jeden Tag zumachen in Deutschland. Das sind, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, sind wirklich 10 Stück im Jahr 600. So ungefähr stand letztens was in der Handwerkerzeitung. Ich für mich persönlich habe keine Angst, weil man muss auch mit einem gesunden Optimismus an seiner Aufgabe, an seinem Beruf angehen und auch wirklich mit Herzblut dabei sein. Und nicht mal den Kopf in den Sand stecken und sagen, heute läuft es nicht, ach, sagt den Zweck mehr, ich mache Schluss.
ich sage mal, wir haben hier im Stadtgebiet eigentlich schon einen sehr guten Namen. Aber jetzt noch überregional Werbung zu machen, sage ich mal, in ganz Magdeburg, das würde der Betrieb auch gar nicht hergehen. Dann müsste man wieder erweitern, investieren und dann kommt es einfach drauf, dann brauchst du Filialen. Dann brauchst du wieder Arbeitskräfte. Dann geht der Kontrollmechanismus wieder los. Haut das wirklich alles hin, wenn du nicht da bist? Ich sage lieber so, dann hat man manchmal mehr, was unter Strich überbleibt, als bist du ein großer Filialist mit 10 Verkaufsstellen. Nun sind die Brötchen dran. Hier werden jetzt die Frauen aktiv. Auch die Meistersfrau Braune lenkt die Brötchengeschicke. Denn wir hörten Familienbetrieb in der 4. Generation. Wir sprechen mit der 5., den Sohn der Braunes. Sie sind also der Sohn. Sam? Ja. Ja. Und werden dann mal später hier weitermachen. Ja, natürlich. Also, ich hoffe es. Sagen wir so. Machen Sie das aus Anhänglichkeit ans Geschäft, aus Spaß oder sind Sie gezwungenermaßen? Sie können es ruhig ehrlich sagen. Gezwungenermaßen war es nicht. Also ich habe es mir eigentlich vorher nicht vorgestellt. Aber ich habe ja dann halt dadurch, dass er halt dann krank geworden ist, immer an der Schulzeit mal öfter geholfen. Und da habe ich halt gemerkt, eigentlich macht es doch Spaß. Und dann habe ich halt nach einer 10. Klasse Bewerbung geschickt. Und das Frühaufstehen macht Ihnen nichts aus? Nicht mehr. Also anfangs war es schon ziemlich schwer, aber man gewöhnt sich dran. Also, es ist ganz erträglich. Aber wenn man etwas später ins Bett geht, müsste man nachmittags so 1-2 Stunden schlafen machen. Aber da kommen die ersten Brötchen aus dem Ofen. Unermüdlich arbeiten die 4 Menschen in der Backstube. Ein eingespieltes Team. Von Sorgen haben wir gehört, aber auch von Optimismus. Dennoch die Ängste, nicht nur der eigenen, sondern um das ganze Bäckerhandwerk mit seiner Tradition und um das tägliche Brot. Preisunterschiede. Kleine Geldbeutel entscheiden zwischen Bäcker und Discounter. Doch bei Bäcker Braune gilt, wenn die Hähne krähen und die Mehrzahl der Kunden die Nachtruhe beendet hat, muss unser täglich Brot frisch in den Auslagen präsentiert sein. Wenn wir die frischen Backwaren im Laden betrachten, möchten auch wir gleich in frische Brötchen oder Semmel reinbeißen. Vor allem, wenn man schon den Duft der Backstube genießen durfte. Warum kaufen Sie Ihre Backwaren beim Bäcker und nicht beim Discounter? Weil es besser schmeckt. Weil es besser schmeckt. Warum kaufen Sie Ihre Backwaren hier beim Bäcker und nicht im Discounter? Der ist doch billiger. Weil wir besser schmecken. Das leuchtet ein. Was möglich ist, das machen wir. Herzlichen Dank, dass wir Ihnen ein wenig über die Schulter schauen durften. Hasebachplatz wurde über Jahrzehnte in der Bäckerei des Bäckermeisters Ulrich unser täglich Brot gebacken. Die älteren Magdeburger erinnern sich sicher noch daran. Da sah der Hasebachplatz noch ein wenig anders aus. Dort in der Mitte des Platzes, wo sich heute die Straßenbahnschienen kreuzen, hat er gestanden, der Hasebachbrunnen. Er war auch der ideale Treffpunkt für Verabredungen. Als er 1927 der Verkehrsplanung weichen musste, hieß es trotzdem in Magdeburg, wo treffen wir uns? Am Hasebachplatz.
Wir wissen nicht die Zahl der Treffen junger Verliebter seit 1890. Gewiss ist aber, dass viele dieser Treffen junge Ehen zur Folge hatten. Mit der Familiengründung rückte auch, wie überall in der Welt, der Broterwerb stärker in den Mittelpunkt. Schriftsteller und Dichter sind oft die besten Zeitzeugen. In Domersleben, unweit von Magdeburg, lebte Martin Merbt, besser bekannt als Martin selber, der viele Romane und Erzählungen schrieb. Er starb 2006. Eine seiner Erzählungen, die er im vorigen Jahrhundert schrieb, nannte er »Liebeserklärung an eine Stadt«. Damit war natürlich Magdeburg gemeint. Wenn wir ihn zu unserem Thema fragen würden, wäre seine Antwort: Magdeburg war leider viel zu lange auch eine Soldatenstadt. Kommen wir auf die Industriestadt Magdeburg zu sprechen. Seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts geht man hier auf Arbeit. Man baute Maschinen und Elbschiffe, produzierte Zucker und Schnaps und natürlich Kanonen. Und Vorstädte wie Buckau und Salbke wurden zum Begriff für Arbeiterwohnstätten, in denen man dicht gedrängt sein vielfältiges Familienleben bewältigte. So selber über Magdeburg. Im Jahre 1933 passierte hier in Magdeburg eine Brutgeschichte. Sie lag mit am Anfang eines verbrecherischen Systems. Nach 80 Jahren wollen wir uns der Geschichte noch einmal nähern. Magdeburg hatte einst ein schönes Stadttheater. Der Bau war recht imposant, obwohl er nicht in Konkurrenz zur Dresdner Semperoper stand. Am 18. Februar 1933 sollte eine Uraufführung unter dem Namen »Der Silbersee« stattfinden. Sie hatte unser täglich Brot zum Thema. Der international bekannte Magdeburger Dichter Georg Kaiser hatte das Stück geschrieben. Es kam auch Musik darin vor, die aus der Feder des Komponisten der Dreigroschenoper Kurt Weill stammte. Ein Großer von Bühne und Film war mit der Hauptrolle besetzt, Ernst Busch. Er sang vom weißen Brot, das es nur am Silbersee zu essen gibt. Der Bäcker backt ums Morgenrot das allerfeinste Weizenbrot, das allerfeinste Weizenbrot. Doch wer sein Geld vergessen, darf das Weizenbrot nicht essen. Für ihn gibt's kein Brot in der Not. Für ihn gibt's kein Brot in der Not. Es geht ja immer noch. Schnalle deinen Gürtel, Finger um ein Loch. Erst denkt man, es geht nicht und dann geht's doch. Mit Gejohle und Handgreiflichkeiten fielen die braunen Horden in die Vorstellung ein. Sie musste abgebrochen werden. Thank you.
geht ja immer noch. Schnalle deinen Gürtel, bis das Leder bricht. Das geht nicht, das geht nicht. Und wenn du denkst, es geht noch, das geht nicht. Der Intendant des Theaters setzte sie mutig für den 27. Februar erneut ein. Ernst Busch, der nach der Aufführung nach Berlin zurückfuhr, erreichte die Nachricht, dass in Berlin der Reichstag brannte. Busch, den man später den Barrikadentauber nennt, weil Kaiser und viele Juden und Antifaschisten müssen Deutschland verlassen. Andere verloren in den Konzentrationslagern, im Krieg oder im Bombenhagel ihr Leben. Ein Teil von denen im Lager verhungerte, da es ihnen am täglichen Brot mangelte. Der Magdeburger Schriftsteller Heinz Glade überlebte und verarbeitete seine Rückkehr nach Magdeburg so. Der Zug rollt durch bebautes Gelände, Ruinen, Schemen in der Dämmerung. Habe ich mein Gepäck? Viel ist es nicht. Ein zerschlissener Mantel, eine Mütze, und das Kostbarste, ein Beutel mit einem Stück Brot, etwas Wurst und krümeligem Machorka. Es ist das Bild der zerstörten Stadt, das die Beklemmung hervorruft. Bordsteine und Fahrbahnen deuten an, wo einst Straßen gewesen. So auch am Hasselbachplatz. Der Weg, den die junge Frau hier geht, führt in den breiten Weg, wo früher gepflegte Häuser standen, heute nur Trümmer. Sein Flair hatte der Hasselbachplatz verloren. Traurige Ruinenberge schauten wie Zahnlücken auf die vorbeihastenden Leute. Die Trostlosigkeit übertrug sich auf die Menschen, zumal ihr täglich Brot jetzt sehr schmal und nur auf Rationierungsmarken erhältlich war. Woher nun das täglich Brot? Brot und Krieg schließen einander aus, war die bittere Erkenntnis. Zwei Begriffe gingen um: Hamstern und Schwarzmarkt. Oftmals wechselten kostbare Familienerbstücke beim Bördebauern oder in der Bahnhofstraße, wo der Magdeburger Schwarzmarkt war, den Besitzer, um das karge tägliche Brot etwas aufzubessern. Der Hasselbachplatz wirkte verlassen in seiner Strommangeldunkelheit. In den Ruinen suchten die Ratten und anderes Getier nach Nahrung. Wenn wir uns heute in Magdeburg umschauen, wie sieht es da mit Arbeit, wie selber sagte, zum Zwecke des Broterwerbs aus? Ein bekannter Politiker sprach mal vom Freizeitpark Ost, womit er die hohe Arbeitslosigkeit meinte. Im August 2013 gab es in Magdeburg 26.915 Bürger, die nicht mehr auf Arbeit gehen können. Die Industrie ist abgewandert und hat den Freizeitparks ihren Platz überlassen. Eine Ministerin der Bundesregierung gab dem Zustand einen Namen: Armut in der Überflussgesellschaft.
Wenn die Arbeit da ist, aber nicht bezahlt werden kann, wenn der Arbeitende von seiner Arbeit nicht leben kann, ist eben jener Zustand erreicht, den die Frau Ministerin da benannt hat. Dabei hatte es doch mal geheißen, die Arbeit nährt ihren Mann. Da muss ein Teil der Gesellschaft, wie es so heißt, dem Brotkorb etwas höher hängen, sprich eine gewisse Armutsgrenze erreicht haben. Wie viel sind das in Magdeburg? Mehr als achtet euch. Dafür hat man auch einen Korb erfunden, in dem alles drin liegen soll, was der Bürger und seine Familie so als Lebensminimum brauchen, wenn er die Bedingungen für eine richtige Armut erfüllen will. Leider, leider, Menschenwürde liegt nicht im Korb. Wie gesagt, es ist nur ein Teil der Überflussgesellschaft, der kleinere sogar. Aber die Schere geht immer weiter auseinander, wie Regierungsvertreter und Sozialverbände es nennen. Im Frühjahr 2013 erlebte Magdeburg eine Naturkatastrophe von einem Ausmaß, wie es die Stadt noch nie in ihrer Geschichte getroffen hatte. Die Elbe, der Fluss, der die Stadt durchquert, war schon des Öfteren über die Ufer getreten. 2013 aber erreichte sie nie Dagewesenes. Existenzen wurden vernichtet. Und damit ihr täglich Brot. Uns bewegte das dann nach der Katastrophe. Wie geht man damit um, nachdem eine große Welle der Solidarität das Ausmaß gelindert hatte? Bei der schon mehrfach betroffenen Freizeitoase an der Elbe, beim bekannten Mückenwirt, haben wir nachgefragt. Gestatten Sie, Herr Bredau, einen Moment. Jawohl, jawohl. Das Elbehochwasser hat Sie schon des Öfteren getroffen. Nie war es so schlimm wie 2013. Wie geht es denn nun weiter? Tja, weiter geht's immer irgendwie. Ja, es ist jetzt, sage ich mal, eine schwierige Zeit für alle, für uns als Gastronomen an der Elbe, aber natürlich auch für alle Mitarbeiter. Es ist eine schwierige Zeit. Keiner weiß genau, wie es in den nächsten 2-3 Monaten weitergeht. Aber wir sind ziemlich optimistisch. Ja. Wie hart hat es Sie denn getroffen? Ich meine, mit Ihrem Haupthaus, das haben wir ja schon gehört, Küche und so weiter, sind Sie jetzt gar nicht in der Lage, das Haupthaus zu besetzen, ne? Also wir haben zwei Varianten in Augenschein genommen. Die erste Variante war halt, sofort eben eine Vollsanierung durchzuführen. Aber wir müssen halt warten auf die Versicherung, was für eine Schadenssumme entstanden ist. Diesbezüglich haben wir uns entschieden, noch 2-3 Monate auf einer einfachen Art und Weise weiterzuarbeiten. Das heißt, wir reinigen das Gebäude, desinfizieren das Gebäude und versuchen wenigstens alle Veranstaltungen, die geplanten Veranstaltungen durchzuführen. Das heißt, im Haus selber findet dann nichts statt? Jetzt im Moment noch nicht, aber ich denke mal Ende der Woche, wenn wir wirklich alles gereinigt haben, können wir wieder die Veranstaltung durchführen und im à la carte Geschäft wird es wahrscheinlich eher schwer werden. Wie sieht es denn mit der Statik aus? Müssen Sie höher machen für das nächste Hochwasser oder wie sieht es aus? Ja, da gibt es auch verschiedene Varianten der Sanierung. Ja. Man muss bloß versuchen oder errechnen, welche Varianten sind denn umsetzbar, ja, gerade im finanziellen Bereich. Ne? Also es gibt einmal eine Ponton-Variante, es gibt eine Variante, das Gebäude hochzusetzen, aber alles muss erstmal besprochen werden. Nun sind ja Existenzen vernichtet worden durch das Hochwasser. Lohn und Brot ist verloren gegangen. Wie sieht denn das beim Mückenwirt aus? Haben Sie auch Probleme? Ja, selbstverständlich. Ja.
Wir alle Mitarbeiter, die wir jetzt über die ganze Saison eingestellt haben, sind jetzt zuerst mal auf Kurzarbeit. Und für alle Mitarbeiter ist es schwer, weil keiner weiß, wie es denn jetzt weitergeht. Ja? Auch wenn die Sanierung durchgeführt wird, haben wir ja trotzdem für eine gewisse Zeit geschlossen. Ja? Und die wird sich ja auch etwas hinziehen, die Sanierung. Ne? Wie viele Mitarbeiter haben Sie? Wir sind jetzt für die ganze Saison ja, mit 16 Mitarbeitern verbunden. Und müssen Sie welche entlassen? Also es wird nachher nicht anders. Wir müssen reduzieren. Sie müssen reduzieren. Wir müssen reduzieren. Ansonsten, ja. Und wie sieht das aus? Haben die Mitarbeiter, die da unter die Reduzierung fallen, eine Möglichkeit, woanders unterzukommen oder gibt es Arbeitslosigkeit? Doch, nein, wir haben noch ein Partnerrestaurant und wir haben auch so viele bekannte Restaurants hier in Magdeburg. Und viele rufen auch wirklich an und fragen, Menschenskinder, wollt ihr ein, zwei Leute über die Saison bei uns mit reinsetzen, ja, bis es vielleicht bei uns wieder weitergeht. Das ist schon schön, das passt. Das heißt nicht, dass wir die Mitarbeiter einfach kündigen, sondern wir versuchen schon zu schieben. Ja? Und wenn es ihnen gefällt bei uns, dann können sie natürlich gerne wiederkommen. Aber wir brauchen eine gewisse Kulanzzeit, bis wir wieder starten können. Ja. Ja, Herr Bredau, das klingt eigentlich doch recht optimistisch. Wir freuen uns, dass wir das Gespräch mit Ihnen führen konnten und wünschen Ihnen und Ihren Gästen viel Erfolg für den Wiederaufbau. Herzlichen Dank. Danke. Ich danke auch. Tschüss. Wir wissen nicht, wie viele der Betroffenen dadurch in die Armut geraten sind und wie sehr die Zahl der an der Armutsgrenze in unserer Stadt lebenden Bürger dadurch angestiegen ist. Begriffe wie Brot für die Welt und Welthungerhilfe machen die Runde. Magdeburger vom deutsch-lateinischen Freundschaftsverein Los Niños weilten vor einiger Zeit in einem der ärmsten Länder der Welt, in Nicaragua. Sie überbrachten Spenden für die Ärmsten der Armen, für die Niños, die kleinen Kinder, die am Rande der Gesellschaft leben. Ihr tägliches Brot ist die Mais-Tortilla. Mit roten Bohnen. Aber auch dieses Grundnahrungsmittel in Nicaragua fehlt oft. Neben Krankheit und Gebrechen leiden viele Niños bitteren Hunger. Im reichen Deutschland hat sich eine Form der Unterstützung für die Armen im Land entwickelt, man nennt sie Tafeln. Früher tafelten die oberen 10.000, wie man so zu sagen pflegte. Heute tafeln die Bedürftigen. Nur ihre Tafeln sehen anders aus als die der oberen 10.000. In der Magdeburger St. Josefstraße befindet sich so eine Tafel. Wir unterhalten uns mit Herrn Franke, der hier tätig ist. Guten Tag, Herr Franke. Guten Tag. Es ist doch schön, dass es die Tafeln gibt. Es ist aber schlecht, dass das sein muss. Wie ist Ihre Meinung? Wie sehen Sie das? Ich sehe das ähnlich. Ich sage mal, in einem reichen Land wie Deutschland müsste es eigentlich solche Einrichtungen nicht geben. Es gibt sie aber leider. Allein in Magdeburg sind 3.500 Menschen bei der Magdeburger Tafel angemeldet. Einige kommen sporadisch, andere kommen regelmäßig. Und man muss sich wirklich die Frage stellen, muss es sowas geben? Es gibt es. Ich würde mir wünschen, es würde es nicht geben. Aber wir haben nun mal diesen Zustand, dass es Menschen in unserem Land gibt,
die wenig verdienen, die wenig haben und die auf die Tafel und auf die Angebote, die wir den Leuten machen, angewiesen sind. Herr Franke, wie funktioniert denn nun Ihre Tafel? Also wir sind ja, wenn ich mal ein bisschen ausholen darf, die Tafeln ist ja, der Tafelgedanke ist schon einige Jahre alt. In Deutschland gibt es den schon seit 20 Jahren. Die Idee kam ursprünglich mal aus den USA, dass man im Prinzip für bedürftige Menschen Lebensmittel einsammelt, und zwar von Supermärkten, von Discountern oder von anderen Spendern, Lebensmittel, die dort nicht mehr verwertet oder verkauft werden können, die sonst auf dem Müll landen würden, sage ich mal, obwohl sie noch einwandfrei sind, obwohl man sie noch verzehren kann. Diese Lebensmittel sollten eben bei einer Einrichtung landen und dann an bedürftige Menschen abgegeben werden. Und so, das ist das Prinzip der Tafel. Und so funktioniert die Magdeburger Tafel ebenfalls. Sie gibt es ebenfalls schon seit 1998. Jetzt nicht, dass ich was Falsches sage, ja, seit 1998. Und wir sammeln im Prinzip mit richtigen festgelegten Tourenplänen von den Magdeburger Supermärkten und von Großhändlern oder anderen Spendern sammeln wir Lebensmittel ein, täglich, und geben diese Lebensmittel dann an die Menschen, die zu uns kommen, ab. Für einen geringen Preis von zurzeit 2 Euro. Oder kostet immer ein Lebensmittel. Herr Franke, nun ist Ihre Einrichtung hier eigentlich von der Stadt etwas abgelegen. Kommen denn zu Ihnen Leute aus dem gesamten Stadtgebiet? Ja, also die Magdeburger Tafel hat ja zwei Ausgabestellen. Einmal hier in Olfenstedt und die andere Ausgabestelle ist im Buckauer Bahnhof. Und die Menschen kommen zu uns. Zusätzlich bieten wir auch noch einen besonderen, ich sage mal, Service an. Wir machen auch mobile Ausgaben. Also wir machen von Montag bis Freitag mit unseren Fahrzeugen an bestimmten Standorten im Stadtgebiet auch direkt aus den Fahrzeugen die Ausgabe von Lebensmitteln. Sodass eigentlich im Prinzip jeder Bürger, der es nötig hat, der zu uns kommen muss oder möchte, auch eine Möglichkeit findet, das zu tun. Wir sind hier in Ihrer Küche und sehen Töpfe. Geben Sie auch warme Mahlzeiten aus? Das machen wir auch. Es gibt ein warmes Mittagessen jeden Tag. Wir kochen immer einen deftigen Eintopf, der auch satt macht. Für 50 Cent und das wird auch ganz gut nachgefragt. Dankeschön, Herr Franke. Das war's schon. Bitteschön, gerne. Wir haben auch Kunden befragt, mit ihrer ausdrücklichen Genehmigung natürlich. Es ist nicht einfach, in einer solchen Situation jemanden vor die Kamera zu bekommen. Diese Frau aber beantwortet unsere Fragen. Was bringt Sie hierher? Warum gehen Sie zur Tafel? Damit meine Kinder was zu essen haben. Ja, sind Sie arbeitslos oder? Ich bin im Erziehungsjahr. Bitte? Im Erziehungsjahr. Im Erziehungsjahr. Mhm. Und was sind Sie von Beruf? Sozialassistentin. Und wie oft gehen Sie hier zur Tafel? Zweimal die Woche. Zweimal die Woche. Ich danke Ihnen. Das Naseplattdrücken an gefüllten Schaufenstern hat sich in die Überflussgesellschaft vererbt. Vor nicht allzu langer Zeit hörten wir aus prominenten Munde, Deutschland geht es gut. Das ist ein schönes Bild. Hinterfragt man dieses Abstraktum, muss es ja lauten, den Menschen in Deutschland geht es gut. Aber stimmt das denn so? Allen geht es doch nicht gut. Man weiß, dass da in der Welt und auch in unserer Stadt Magdeburg Menschen leben, deren täglich Brot für den nächsten Tag ungewiss ist. Im Gegensatz dazu begegnen wir Verschwendungen in einem Ausmaß von ungeheuren Dimensionen. Jedes fünfte Brot landet auf dem Müll, stellt Bernhard Walter vom Evangelischen Hilfswerk fest. Die Hälfte aller weggeworfenen Lebensmittel könnte noch verzehrt werden. Wenn man bedenkt, dass jährlich 82 Kilogramm Essen pro Einwohner in den Abfall wandern, ist das eine gigantische Verschwendung. Es ist schon ein seltsames Ding mit unserem täglich Brot. Auf der einen Seite die vierte Bitte der Christen und auf der anderen das achtlose Wegwerfen. Auf der einen Seite die bittere Not, auf der anderen der unnötige Überfluss.
Der neue Wohlstand nach der Wende lässt Menschen auch nicht gerade in Scharen zur Kirche strömen. Der Dom ist nicht immer nur ein Ort der Kirche gewesen, sondern häufig auch ein Ort von Bürgermut und Zivilcourage. Das zeigte sich nicht nur in der Wendezeit. Der Bitte um das täglich Brot folgt auch die aktive Mitwirkung. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Ein deutscher Dichter hat einmal gesagt, es wächst in jedem Brot genug für alle Menschenkinder. Recht hat er, dieser Heinrich Heine aus Düsseldorf, der in Frankreich leben musste, weil er in seinem Heimatland nicht geduldet war. Aber woran liegt es dann, dass diese Unterschiede existieren, so alt die Welt ist? Versuche, es zu verändern, gab es viele, wie wir aus der Geschichte wissen. Aufstände hat man das genannt oder Revolutionen. Aber haben sich dabei die Menschen nicht immer selber im Wege gestanden? Auch dieser Film kann diese Fragen nicht beantworten. Überlassen wir dem Schriftsteller Martin selber das letzte Wort. Magdeburg ist ein großes Obwohl. Obwohl die Elbe seit Jahrtausenden an ihrem westlichen Steilufer genagt hat, die Hügel, auf denen die Stadt wuchs, hat sie nicht geschafft. Obwohl diese Stadt mehrfach belagert und gründlich zerstört worden ist, hat sie sich immer wieder hochgerappelt. Denn sie ist ein fleißiges Gemeinwesen. Martin Selbers Liebeserklärung an eine Stadt lässt hoffen, auf dass wir immer unser täglich Brot haben.